Herzlich willkommen zum ersten DFG-Exkursgespräch. Mein Name ist Johannes Büchs. Ich bin im wahren Leben eigentlich Kinderfernsehmoderator, arbeite für die Sendung mit der Maus und freue mich, dass ich Sie jetzt durch die nächsten 30 Minuten begleiten darf und das mit Herrn Professor Korte. Unser erster Gesprächspartner ist Professor an der Technischen Universität Braunschweig und zwar für zelluläre Neurobiologie. Er ist absoluter Experte für Mechanismen des Lernens, des Erinnerns und Vergessens und zwar auf der zellulären Ebene. Herzlich willkommen, Herr Professor Korte. Wunderschönen guten Tag, Herr Büchs. Herr Korte, der Titel unseres Gesprächs ist: Wie viel vergessen ist normal? Da steckt ja schon eine kleine Provokation drin, aber vergessen ist normal, oder nicht? Vergessen ist ganz normal, er ist sogar notwendig für unsere Gedächtnisprozesse, so sehr uns das Ganze erstaunen mag, wenn wir uns daran erinnern, dass wir in der Klausur mal etwas Entscheidendes nicht gewusst haben, etwas verlegt haben oder beim Einkaufen etwas vergessen haben. Aber unser Gedächtnis würde nicht funktionieren, wenn wir ständig nicht selektiv mit Informationen umgehen und wenn wir hochselektiv nur bestimmte Informationen abspeichern. Denn das Problem ist, dass wir in ganz verschiedenen Kontexten unseres Lebens immer nur die relevanten Informationen in diesem Kontext zur Verfügung haben dürfen. Ansonsten würden wir ständig in einem Informationsmeer ertrinken, könnten Wichtiges nicht von Unwichtigem trennen und wären fast handlungsunfähig. Insofern, im Hintergrund unseres Gehirns finden ständig Prozesse des Erinnerns und ständig Prozesse des Vergessens statt, um uns handlungsfähig zu halten. Ich glaube aber, dass uns Menschen es manchmal schon ärgert, dass wir da nicht so einen Zugriff drauf haben, um die Filter einzustellen, warum wir jetzt etwas erinnern und warum wir etwas vergessen. Also wie machen wir es? Wie funktioniert das auf einer zellulären Ebene, dass sich unser Organismus entscheidet, das lege ich ab und das verwerfe ich? Beide Prozesse, sowohl Erinnern wie auch Vergessen, finden zellulär an den Kontaktstellen zwischen Nervenzellen statt, an den Synapsen. Diese Synapsen können verstärkt werden, es können sogar neue Synapsen hinzuwachsen und das wird meist assoziiert mit der Verbesserung von Erinnerungsvorgängen. Wir lernen. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Abschwächung dieser synaptischen Kontakte. Die können sogar komplett aufgelöst werden. Das kann sogar an den gleichen Kontaktstellen stattfinden. Das ist dann, wenn wir etwas vergessen oder wenn wir effektiver in der Verarbeitung werden. Denn manchmal hat das Gehirn 5, 6 Wege, wie es zu einer Lösung kommen kann. Das ist nicht sehr schnell, nicht sehr effektiv, funktioniert am Ende aber auch. Aber je mehr wir etwas üben, je mehr unbedeutende, verlangsamende Synapsen werden abgebaut. Also auch hier spielt quasi der Prozess des Vergessens eine Rolle, weil man all die Wege nicht mehr weiter abspeichert, die man vergeblich versucht hat oder die eben nicht die optimale Lösung waren. Habe ich das richtig verstanden, dass es dann zu einer Beschleunigung führen kann, wenn ich vergesse? Also sagen wir, man hat in einem Sport einen Bewegungsablauf gelernt, das Schlagen mit einem Tennisschläger, ja, eines Balls, Vorhand, Rückhand. Und jetzt muss ich mich nicht mehr nach einer Weile da so drauf konzentrieren, weil es einfach zigmal gemacht worden ist und es kommt aus mir heraus, wie ich jetzt heute im Auto die Gangschaltung schalte, ohne drüber nachzudenken. Es ist beschleunigt, aber ich habe auch dazwischen etwas vergessen. Genau, es wurden ganz viel unnötige Verbindungen abgebaut. Man kann also sehen, dass wenn ein Gehirn etwas Neues lernt, so wenn man das mit bildgebenden Verfahren untersucht, da leuchtet dieses Gehirn wie so ein Christbaum. Wenn man aber etwas geübt hat und schon erfahren ist, dann sind nur ganz punktuell einige Gehirngebiete aktiv, wie zum Beispiel, Sie haben aus dem Sportbereich das Tennis genommen, den Aufschlag, bestimmte Schläge, brauchen wir nur noch ganz wenige Bereiche unserer motorischen Koordination. Dann allerdings, wenn ein unerwarteter Ball in die Rückhand kommt und wir improvisieren müssen, wenn wir etwas Besonderes machen müssen, können wir noch ganz viel dazuschalten. Und so geht es auch in ganz vielen anderen Lernsituationen bis zum Schach, bis auch zum mathematischen Denken und Erinnern, können wir dann eben noch weitere Gehirnareale dazuschalten. Allerdings passiert hinsichtlich der Geschwindigkeit noch etwas weiteres Bemerkenswertes. Nicht nur, dass das Gehirn den effektiveren Weg findet, um eine Bewegung durchzuführen, bleiben wir bei dem Beispiel, sondern die Leitungen selber werden auch schneller. Und zwar, Nervenzellen sind im Gehirn ja nicht alleine vorhanden, sondern es gibt im Gehirn genauso viel Gliazellen wie Neurone. Gliazellen sind die Zellen im Gehirn, die Nervenzellen in ihrer Aktivität unterstützen, die sie metabolisch unterstützen, die aber auch in einem Subtyp die Geschwindigkeit bestimmen, mit der Informationen weitergegeben werden können. Und man hat erst vor wenigen Jahren gelernt,
dass dieser Subtyp, man nennt die Oligodendrozyten, die werden besser darin, diese langen Verbindungsbahnen, die häufig benutzt werden, zu isolieren, wodurch die Leitungsgeschwindigkeit sich nochmal erhöht, wenn wir etwas intensiv gelernt haben. Das heißt, beim Lernen verändern sich nicht nur die Verschaltungseigenschaften der Nervenzellen untereinander, sondern die Bahnen, die wir besonders häufig benutzen, die sich beim Lernen etabliert haben, die also in dieser Balance zwischen Lernen und Vergessen übergeblieben sind, die werden auch noch beschleunigt, indem die Isolierung über diesen Subtyp der Gliazellen verbessert wird. Also auch das noch etwas, was die Geschwindigkeit in einem geübten Lerner erhöht, was dann aber auch gleichzeitig zum Leidwesen meiner Studenten oder auch mancher Schüler eben bedeutet, es ist wichtig, Zusammenhänge zu verstehen. Es ist auch wichtig, die Ziele zu kennen, auf die man hinlernt, sonst weiß das Gehirn nicht, worauf es sich konzentrieren soll. Aber tatsächlich ist auch Üben wichtig, damit eben das, was man einmal verstanden wird, möglichst effektiv im Gehirn verarbeitet werden kann. Also das Thema Wiederholung und Üben würde bedeuten, dass dann aus diesem kleinen Trampelpfad irgendwann eine Autobahn wird. Daraus wird eine wunderbar starke Autobahn. Auch das hat wieder einen Nachteil. Wenn Sie sich nämlich Dinge angewöhnen, zum Beispiel einen leicht falschen Tennisaufschlag, dann wird es auch ganz, ganz schwierig, das wieder zu vergessen. Das ist so die Kehrseite, dass wenn wir etwas intensiv geübt haben, wenn wir Gewohnheiten, Routinen etabliert haben, ist es ganz, ganz schwierig, die wieder abzulegen. Jeder kann das an sich feststellen, wenn er an seinem Smartphone einen Vibrationston oder ein Klingeln hört. Sich dann zu zwingen, nicht darauf zuzugreifen, fällt einem ganz, ganz schwer. Genauso wie viele Menschen sich ja am 1.1. eines jeden Jahres vornehmen, jetzt dieses Jahr mehr Obst und weniger Chips oder weniger Süßigkeiten zu essen. Und wenn dann abends der Film vorbei ist und die Chipstüte leer und die Obstdose da immer noch quasi die Schale da steht, unberührt, man sich dann immer erst vornimmt, dass man doch am nächsten Tag das Obst isst, zeigt, wie schwierig das ist, diese Gewohnheiten und Routinen wieder loszuwerden. Im Grunde kann man die nur ablösen über neues Lernen, über neue Routinen. Und das fällt einem dann auch erstaunlich schwer und das muss man einkalkulieren. Das heißt, zum Lernen gehört auch eine gewisse Frustrationstoleranz, vor allen Dingen, wenn man diese mächtigen Datenautobahnen der Gewohnheit und der Routinen überschreiben möchte. Also man muss dann über die alte Autobahn eine neue bauen, neue Kreuzungen einführen, Abfahrten einführen, wo man dann vielleicht die Chipstüte zulässt oder vielleicht gar nicht eingekauft hat. Ich denke, das ist ein schönes Bild, ja. So gut nachvollziehbar, weil das wahrscheinlich die allermeisten aus ihrem Alltag kennen. Was ist aber mit so Phänomenen, wo wir vielleicht vieles schon eingeübt haben? Zum Beispiel, man merkt sich eine PIN für eine EC-Karte und die benutzt man schon seit Jahren und dann steht man auf einmal an der Kasse hinter einem eine lange Schlange und es fällt einem die PIN nicht ein. Das ist doch kein normales Vergessen. Also ich komme dann immer in den Moment, wo ich denke, ja Moment, werde ich jetzt schon zu alt, ja, dass ich meine PIN vergessen habe, die ich seit Jahren benutze. Also Sie schon mal gar nicht. Also meist passiert es, dass wir eine PIN-Nummer, zum Beispiel wenn wir sie auf einer Tastatur eingeben, sie mehr über die Motorik merken, als dass wir die Zahlen bewusst abgespeichert haben. Vertippt man sich einmal aus Versehen, kommt quasi diese Routine und Gewohnheit, die normalerweise gar nicht mehr in unsere Sprachareale kommt, in das Bewusstsein und ist dort aber nicht abgelegt, weil wir uns nicht die Mühe gemacht haben, uns die Zahlen auch wirklich bewusst assoziativ zu merken, indem man zum Beispiel mit jeder Zahl ein Bild mit abspeichert. Nehmen wir mal an, die erste Zahl Ihrer PIN-Nummer wäre eine 3, das könnte ein wunderbarer Dreizack sein. Dem könnten Sie einem Schwan quasi leicht pieksen, sodass der von Ihrem Boot wegbleibt. Der Schwan wäre dann eine 2, dann haben Sie schon die 3 und die 2. In Ihrem Boot sitzen Sie auf einem Stuhl absurderweise, das ist dann die 4. Dann haben Sie die 3, 2, 4. Und wenn Ihnen dann noch ein anderer Bootsfahrer ein High Five gibt, weil er das ziemlich absurd findet, was Sie da gerade machen, dann haben Sie sozusagen Ihre PIN-Nummer. Und über diese Assoziation von Zahlen mit Bildern fällt es uns dann leichter, in einer solchen Situation das zu erinnern. Auf der anderen Seite, da wir das aber meist nicht gemacht haben, ist es nicht unnormal, abstrakte Zahlenkombinationen zu vergessen, gerade wenn die Routine durcheinander gerät. Oder man will die Tastatur gerade eingeben und just in dem Moment klopft einem einer auf die Schulter und hat eine Frage. Dann kommt die Routine einmal durcheinander, man kommt wie der Tausendfüßler, den man fragt, mit welchem Fuß er zuerst auftritt, kommt man ein bisschen ins Straucheln und das dann bewusst zu lösen, kann man nur, wenn man die PIN-Nummer auch wirklich sich aktiv gemerkt hat.
Also alles, was auf dieser abstrakten Ebene ist, wo es schwierig ist, etwas damit zu assoziieren, ohne dass man das geübt hat, ist es völlig normal. Genauso wie wir ja häufig meinen, dass unser Namensgedächtnis so schlecht ist. Auch das stimmt genau genommen gar nicht, sondern es ist eher so, dass unser Gesichtergedächtnis ist überragend. Wir haben im Gehirn einen 2 Euro großen Bestandteil der Großhirnrinde, der nichts anderes macht, als Zehntausende von Gesichtern im Laufe unseres Lebens abzuspeichern. Dummerweise nur gehört dieses Areal mit zu den Arealen, die Sehinformationen verarbeiten und ist nicht direkt assoziiert mit den Spracharealen, wo wir die Namen einlegen. Und nicht jeder, der Breitkreuz heißt, hat auch ein breites Kreuz. Oder nehmen Sie den Namen Korte, kommt aus dem Mittelalter, Körte, der Kurze. Jetzt bin ich leider etwas größer geraten, das kann keiner mit meinem Namen assoziieren. Deswegen sage ich immer Korte wie die Torte nur mit K. Das können die Leute sich merken und so kann man auch selber für sich Methoden anwenden, wie man auch da versucht, über Assoziationen Namen zu merken und die dann eben mit den Gesichtern zu assoziieren. Oh, also das ist spannend, auch dieses Verknüpfen mit dem Bildlichen hilft mir auch. Wir kennen jetzt auch Ihre EC-Karten-PIN, 3, 2, 0, 4, High Five, 5, also 3, 2, 4, 5, das funktioniert, zumindest jetzt nur für diesen kleinen Zeitraum, wo wir auch schon bei dem nächsten Phänomen sind, nämlich Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Also die Zeit muss eine große Rolle spielen beim Thema Vergessen. Was ich heute getan habe, das habe ich noch ziemlich gut im Kopf, meine ich zumindest, aber ob das jetzt in einer Woche noch abrufbar ist, da würde ich schon ein Fragezeichen machen, hätte ich mir nicht am Abend eine Notiz ins Tagebuch gemacht oder so etwas. Wie viel Vergessen ist normal über die Tage hinweg? Auch das ist eine ganz normale Art des Vergessens. Die Idee gerade beim autobiografischen, episodischen Gedächtnis der Natur ist, dass man sich Bemerkenswertes merkt. Und Dinge, die man zum ersten Mal oder neu macht. Wenn man also sein Auto vor einer Woche irgendwo geparkt hat und dann gestern Abend an einer anderen Stelle, ist es relativ wenig hilfreich zu wissen, wo man vor einer Woche das Auto geparkt hat. Und entsprechend vergisst man das halt. Das heißt, das Gehirn legt viel Wert auf Neuigkeit, auf Einmaligkeit und dann auf Dinge, die mit Emotionen verknüpft sind. Also alles, was mit Emotionen und Gefühlen verknüpft sind, können wir leichter erinnern. Auch zum Beispiel Erinnerungen, die mit bestimmten Gerüchen verbunden sind, können wir leichter erinnern als andere. Also es gibt bestimmte Dinge, je mehr Sinnesinformation, je mehr Kanäle beinhaltet sind in den Dingen, die wir verarbeiten, umso leichter können wir das erinnern. Und wenn wir aber möchten, nachdem wir also schon 1000 Mal in ein Restaurant gegangen sind, dass wir aber ein bestimmtes Erlebnis jetzt doch abspeichern, weil es mit einem Freund war, ein einmaliges Erlebnis, wir wissen, der geht länger weg, dann muss man tatsächlich einmal kurz innehalten in seinen Tätigkeiten, entweder abends das Essen nochmal rekapitulieren oder eben im Restaurant selber kurz innehalten und sich darüber Gedanken machen, was passiert eigentlich gerade hier. Ich versuche das zu wiederholen, Sie korrigieren mich. Also Sie sagten, wenn ich mich bewusst an etwas erinnern möchte, dann muss ich vielleicht schon in dem Moment des Abspeicherns kurz innehalten, damit die Chance erhöht wird, es nachher zu memorieren. Ist das richtig? Das ist richtig. Das heißt, Sie machen quasi eine extra kognitive Schleife. Bei einem Computer oder bei einem alten Tonband würde man sagen, man hat eine Markierung gesetzt. Und das hilft einem häufig, dann auch solche Dinge, die man im Grunde schon öfter gemacht hat, nochmal extra zu erinnern, indem man einen Anker setzt, um eben dieses Ereignis auch später noch memorieren zu können. Heute in unseren Zeiten würde man natürlich auch vielleicht noch ein Foto machen, vielleicht auch noch einen Tagebucheintrag. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich tatsächlich immer auch noch Tagebuch führe und immer darüber, gar nicht, dass ich da so oft reingucke. Es ist erstaunlich, wie wenig ich in mein Tagebuch später schaue, sondern es ist mehr der Moment, was man auch als Neudeutsch Achtsamkeit bezeichnet, wo man innehält in seinem Tun, nicht weiter einem Reiz hinterherläuft oder immer weiter dem nächsten hinterherläuft, sondern innehält, in dem Moment verharrt und dann eben versucht, darüber, über einen solchen kognitiven Anker dann diese Dinge zu erinnern. Naja, Sie werden das noch schätzen, wenn Sie Ihre Autobiografie schreiben, wenn Sie da zugreifen können auf die vielen Tagebücher. Lassen Sie uns aber in der zeitlichen Dimension noch einen Schritt weitergehen. Wir haben darüber gesprochen, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten vielleicht etwas erinnern können. Jetzt gibt es dieses Phänomen, dass wir älter werden. Wir konnten uns vor einer Weile vielleicht auch noch an etwas erinnern, aber jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass das für viele Menschen auch eine sehr belastende Situation ist, wenn sie feststellen,
ich kann mich nicht mehr erinnern oder ich habe eine Wortfindungsstörung, ich habe etwas, was ich früher wusste, was ich früher konnte und es geht nicht mehr. Was, also wie viel davon ist normal und dann vielleicht auch in welchem Alter? Ja. Auf der einen Seite muss man sagen, dass unser Gehirn, wenn wir älter werden, langsamer getaktet ist. Das heißt, es funktioniert langsamer, wir brauchen länger, Neues zu lernen und wir brauchen länger, um etwas abzurufen. Und diese Geduld muss man dann auch aufbringen können. Das andere ist, es sterben tatsächlich auch Nervenzellen ab. Insbesondere auch in Gehirngebieten, die wichtig sind für den Wissensabruf. Einer dieser Gehirnareale, der wichtig ist beim Abspeichern, aber auch beim Abruf, ist der Hippocampus. Übersetzt Seepferdchen, so eine daumengroße Struktur, die unterhalb des Schläfenlappens im Gehirn liegt und die eben hier eine wichtige Rolle hat und wo eben leider im Zuge der Alterungsprozesse des Gehirns ganz natürlich, so wie die Haut altert, altert eben auch unser Hippocampus. Und das macht nicht nur das Neulernen schwierig, sondern es erschwert auch den Abruf. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass wir in riesigen Datenräumen viel, viel länger brauchen, Informationen zu finden, übrigens egal, ob wir ein Mensch oder ein Computer sind, als in kleinen. Das heißt, ein 70- oder 80-jähriger Mensch hat unglaublich mehr an Wissen und Lebenserfahrung und autobiografischen Erinnerungen abgespeichert, als das bei einem jungen Menschen der Fall ist. Das heißt, es ist viel, viel schwieriger, präzise Informationen zu finden und es dauert schon deswegen viel länger, nicht weil das Gedächtnis schlechter ist, sondern weil es viel, viel besser ist in dem Sinne, dass es wie viel mehr Datenmengen abgespeichert ist, hat. Der dritte Aspekt, der häufig eine Rolle spielt, wenn Menschen, also gerade ältere Menschen, Informationen abrufen wollen, ist das häufig in einer Gesprächssituation, in der sie aber auch gleichzeitig abgelenkt sind durch die Gesprächssituation selber. Nun leidet aber unser Kurzzeit- oder wir nennen das auch Arbeitsgedächtnis, wenn wir altert, eben genauso wie ich das eben für den Hippocampus beschrieben habe. Das heißt, die Kapazität ist kleiner und wir sind leichter ablenkbar. Ganz, ganz häufig, wenn wir meinen, etwas nicht abrufen zu können, sind wir während des Abrufens abgelenkt worden. Das heißt, wer älter wird, Wissen abrufen möchte, der muss sich konzentrieren, manchmal tatsächlich kurz die Augen schließen. Er muss mit sich geduldig sein. Und wenn er nicht sofort auf den richtigen Namen oder den richtigen Begriff kommt, sich überlegen, in welcher Zeit meines Lebens habe ich mit dieser Person oder mit diesem Gegenstand Erfahrungen gemacht? Welche Musik spielte vielleicht eine Rolle? Bei Namen kann man auch einfach mal alphabetisch vorgehen. Und sehr häufig kommt man über diese Assoziationen auf die richtige Lösung. Wenn nichts hilft, dann hilft das bewusste Einsetzen der Ablenkung, an was anderes denken und sich entspannen und in einigen Minuten fällt es einem meist von selber ein und man wird quasi erschlagen von der auf einmal auftretenden Erinnerung. Es gibt natürlich auch eine andere Situation, auch die muss man nennen. Es gibt auch im Alter eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, an bestimmten Krankheiten des Gehirns zu erkranken. Zu denen gehört auch tatsächlich die Alzheimer-Krankheit. Nur ist es hier so, dass hier wir als allererstes die räumliche Orientierung verlieren. Wir verlieren das Wissen, wie Alltagsgegenstände funktionieren. Wir haben größte Schwierigkeiten, zum Beispiel auf einer Uhr die 12 Zahlen gleichmäßig einzutragen. Also wer hier Sorgen hat, der sollte erstens wissen, dass wenn er noch aufzählen kann, was er im Laufe eines Tages alles vergessen hat, muss er sich gar nicht so viel Sorgen machen. Offensichtlich kann er das erinnern. Und wenn er bei seinem Lebenspartner aber feststellt, dass der Umgang mit Geld, die räumliche Orientierung und eben die gerade erwähnte, das Zeichnen einer Uhr mit 12 gleichmäßig eingetragenen Uhrzeiten schwerfällt, dann auch dann keine Eigendiagnosen stellen, sondern dann eben eine Klinik aufsuchen, einen Neurologen aufsuchen, der macht Standardtests mit einem und der kann dann sehr genau einschätzen, was eigentlich noch ganz normal ist und wo man tatsächlich vielleicht sich Sorgen machen muss. Und in den allermeisten Fällen, auch das muss man zur Beruhigung sagen, reden wir über Dinge, die ganz normale Alterungsprozesse des Gehirns sind. Und als allerletztes, ganz häufig, wenn wir als Erwachsene, auch als Ältere noch etwas lernen wollen, im Unterschied zu Schülern, nehmen wir uns gar nicht die Zeit dafür. Wir wollen dann nebenbei irgendwas lernen, während der Alltag weiterläuft, anstatt uns dezidiert, so wie die Schüler das im Klassenraum machen oder bei den Hausaufgaben machen, uns wirklich hinsetzen, uns auf eine Sache konzentrieren und die auch mindestens 25 Minuten abarbeiten, ohne Unterbrechung. Denn wir wissen, dass unser Gehirn bis zu 15 Minuten braucht, um sich auf eine komplizierte kognitive Tätigkeit einzupegeln.
Denn wir müssen ganz viele, wir nennen das Algorithmen, abrufen aus unseren Gedächtnisarealen, die zu dieser Aufgabe gehören. Wir müssen unsere Wahrnehmung schärfen, unser Denken schärfen, unsere Handlungen schärfen, um hier effektiv zu sein. Wenn wir hier aber auch als Ältere alle 5 Minuten nach irgendwas greifen, sei es das Tablet, Smartphone oder irgendwas anderes, kommen wir nie in diesen Flow, heißt das. Das heißt in einen Rhythmus, wo man dann eben sich konzentriert, auf eine Sache konzentriert und die dann eben auch effektiv abarbeiten kann. Wie gesagt, wenn man 15 Minuten braucht, effektiv zu werden, dann sollte man wenigstens auch noch 10 Minuten intensive Lernzeit nutzen und dann 5 Minuten entspannt Pause machen, vielleicht eine Nachricht an den Enkel oder mit irgendjemandem anderen interagieren, frische Luft schnappen und sich dann wieder hinsetzen. Das ist eben etwas, was wir auch zeitlich berücksichtigen sollten. Jetzt wissen wir, dass zum Beispiel eine Alzheimer-Erkrankung wahrscheinlich auch erblich bedingt ist oder stark erblich bedingt. Aber wahrscheinlich haben wir doch selbst auch ein bisschen was in der Hand. Jetzt vielleicht nicht, um Alzheimer vorzusorgen, aber vielleicht um dem normalen Vergessen etwas entgegenzuwirken. Ich glaube, viele fangen jetzt an, über Knoblauchpillen nachzudenken. Aber wahrscheinlich ist Ernährung oder Bewegung ja sicher auch eine Möglichkeit, um dem entgegenzuwirken. Aus Ihrer Perspektive, der Sie sich ja so gut auskennen mit dieser Zellebene, was ist das Beste, was ich tun kann, wenn ich meine Bibliothek fit halten möchte da oben? Zum einen muss man sagen, es stimmt nicht ganz, was Sie sagen. Es gibt eine genetische Grundlage der Alzheimer-Krankheit, aber wir wissen mittlerweile, dass unser Lebensstil einen viel, viel größeren Einfluss darauf hat, wann die Krankheit beginnt und ob sie erst später auftritt. Es ist ein gutes Signal, weil man Einfluss nehmen kann, aber es legt einem natürlich auch ein bisschen Verantwortung auf. Das fängt damit an, dass Menschen, die ein Leben lang lernen, tatsächlich auch ein geringeres Risiko haben, an Alzheimer zu erkranken. Eigentlich muss ich es auch präziser sagen, sie erkranken später. Das heißt, man kann die Krankheit nicht komplett verhindern. Warum nicht? Das Lernen führt dazu, dass neue synaptische Verbindungen gebildet werden. Und in dem schon erwähnten Hippocampus können auch noch neue Nervenzellen gebildet werden, die sich besonders dann bilden, wenn wir etwas lernen. Und damit haben wir eine größere Kapazität, um den Abbau von Nervenzellen, der möglicherweise krankheitsbedingt durch die Alzheimer-Erkrankung schon begonnen hat, zu kompensieren. Genauso wie über die größere Anzahl von Synapsen tritt die Krankheit dann viel, viel später in Erscheinung, denn gemessen wird sie durch den kognitiven Ausfall. Der zweite Aspekt, der dazu führt, dass neue Nervenzellen gebildet werden, ist tatsächlich Bewegung. Das wäre so ein zweites L nach Lernen, wäre Laufen. Auch wenn man das immer gar nicht glauben kann nach den vielen Interviews mit Fußballspielern, Sport hält klug, weil auch über die Bewegung das Gehirn besser durchblutet wird, es werden Abfallprodukte des Gehirns besser abtransportiert und es werden im Hippocampus auch neue Nervenzellen gebildet. Und wir kennen nur 2 Bedingungen, die die Bildung neuer Nervenzellen im Hippocampus erhöht, das bereits genannte Lernen und eben Laufen. Das dritte L, was man nennen kann, ist, ich nenne das mal Liebe. Einsamkeit meiden, mit anderen Menschen zusammen etwas machen, Vereinstätigkeiten, weil für das Gehirn ist es so, dass soziale Aktivitäten sind eine riesige Herausforderung für das Gehirn. Und alles, was das Gehirn und eine einzelne Nervenzelle herausfordert, zu mehr Aktivität führt, hält diese Nervenzelle länger am Leben. Den ganzen Unterschied zu Hüft- und Kniegelenken ist es bei Nervenzellen so, je mehr die benutzt werden, je länger halten die, weil die zusammen mit ihrer Nutzung auch gleichzeitig Nervenwachstumsfaktoren ausschütten, die wie eine Art Dünger auf diese Nervenzellen einwirken. Der nächste Aspekt ist Lachs, das vierte L, wenn Sie so wollen. Das wäre die Ernährung, dass wir mehr darauf achten, Fette aus Fischen zu essen und nicht aus Fleisch, dass wir uns mediterran ernähren. Ich würde hier gar nicht auf einzelne Nahrungsprodukte achten. Klar sind Blaubeeren gut und. Aber viel, viel wichtiger ist, dass die Ernährung vielfältig ist, dass wir darauf achten, dass der Fleischkonsum nicht zu hoch ist. Denn auch all das hilft, das Gehirn fit zu halten. Und vor allen Dingen ist ganz, ganz wichtig, Übergewicht meiden. Denn soweit der Bauch vom Gehirn entfernt ist, Bauchfett hat mehr Immunzellen als Fettzellen und kann eben dazu führen, dass über die chronische Ausschüttung von Entzündungsmediatoren auch das Gehirn auf niedriger Sparflamme chronisch entzündet wird. Und dies kann die Alzheimer-Prozesse beschleunigen. Also beim Ernähren nicht immer nur das Kleingedruckte lesen, sondern vor allen Dingen darauf achten, dass man kein Übergewicht hat. Und als letztes, als fünftes L, auch mal lachen.
Das sage ich deswegen dazu, weil Lachen entstressend wirkt. Man muss dabei achtsam sein, sonst hat man den Witz verpasst. Und neben diesen 5L kann man noch ein G dazu nehmen. Immer auch mal mit Gewohnheiten brechen, neue Gewohnheiten einüben, denn auch das ist für das Gehirn eine riesige Herausforderung. Und auch das trainiert das Gehirn und kann eben Abbauprozessen entgegenwirken. Herr Korte, haben Sie vielen Dank, dass wir es geschafft haben, aus den tiefen wissenschaftlichen Ebenen auf so eine praktische zu kommen. Ich bin mir sicher, der ein oder andere guckt schon, ob noch eine Packung Lachs im Tiefkühler ist. aber bitte nicht zu viel, wobei Lachs, da wird man ja nicht zu viel zunehmen. Aber das mit dem Bauchfett finde ich extrem interessant. Ne? Also was kann ich mir Gutes tun, wenn ich ein Kilo oder zwei abnehme? Nicht nur für Umwelt oder auch für mich, für mein Wohlbefinden, sondern auch fürs Erinnern. Als allerletztes möchte ich mit Ihnen aber nochmal in Extrem gehen. Ich glaube, vielen Leuten ist es auch schon untergekommen, dass es bestimmte Savants gibt, also Leute mit besonderen Fertigkeiten. Jemand, der vielleicht vielen begegnet ist, ist Kim Peek. Der Amerikaner ist, glaube ich, vor 12 Jahren verstorben, war Inspiration für Rain Man, ein großer amerikanischer Film mit Dustin Hoffman. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran. Ein Mensch, der mehrere hundert oder mehrere tausend Bücher auswendig konnte, der also gar nicht vergessen oder sehr gut erinnern konnte. Weiß die Wissenschaft, was diese Savants an Fähigkeiten oder anderen Fähigkeiten auf zellulärer Ebene können im Vergleich zu uns Otto Normal? Und könnten wir uns da nicht irgendwie bedienen? Denn es ist ja natürlich eine tolle Vorstellung, tausende Bücher auswendig abrufen zu können. Es ist eines dieser guten Beispiele, wo man immer sagen würde, pass auf, Junge, was du dir wünschst. Denn zum Beispiel bei Kim Peek, der konnte tatsächlich 12.000 Bücher auswendig. Muss man mal überlegen, was heißt hier in seinem Fall auswendig. Der konnte auch die Telefonbücher von New York wiedergeben und konnte Ihnen genau sagen, dass auf der Seite 1181 in der vierten Spalte der Gary Miller am Broadway Boulevard 181 wohnte mit folgender Telefonnummer. Inklusive der ganzen Biografien über Shakespeare, die er gelesen hat, die er mit Punkt und Komma wiedergeben konnte. Auf der anderen Seite hatte das auch einen Preis. Der Preis war, dass er nicht in der Lage war, aus dem, was er gelesen hat, abstrakte Ideen zu bilden, weil immer zu jedem Stichwort ihm alles einfiel, was er dazu gelesen hat. Das war der eine Aspekt. Der andere, was Sie fragen, ist, was weiß man eigentlich darüber, warum zum Beispiel jemand wie Kim Peek so ein phänomenales Gedächtnis hatte? Zum einen konnte der Informationen unglaublich schnell aus Büchern aufnehmen, weil sein Gehirn funktioniert hat wie zwei parallele Scanner. Der konnte also die linke und rechte Seite parallel lesen und konnte in 52 Sekunden 12 Seiten komplett einscannen und konnte die auch später wiedergeben. Das konnte er, weil der Balken, die Datenautobahn zwischen der linken und rechten Großhirnhemisphäre bei ihm fehlte. Dadurch konnten die beiden Hemisphären getrennt operieren und seine riesige Speicherkapazität hat er darüber bekommen, dass er eben nicht nur die Großhirnrinde zum Abspeichern nutzen konnte, sondern er hat auch Gehirnareale verwendet, die wir für soziale Interaktionen und für motorisches Lernen verwenden, zu dem auch Routinen und Gewohnheiten gehören. Das sind die Basalganglien, riesige Ansammlungen von Nervenzellen unterhalb der Großhirnrinde. Aber auch das hatte einen Preis, denn was Kim Peek nicht konnte, war sich im Straßenverkehr zurechtfinden, mit anderen Menschen interagieren und eben diese Gewohnheiten und Routinen ausbilden. Ich drücke es mal anders aus. Der Kim Peek hat uns beeindruckt über die vielen Bücher, die er präzise wiedergeben konnte. Umgekehrt wäre er, wenn er heute noch leben würde, unglaublich beeindruckt, was wir an riesigen Wissensmengen über andere Menschen, über soziale Normen, über Moral, über Interaktion, über Regeln und Gewohnheiten und Routinen in unseren Gehirnen gespeichert haben. Ich würde es also umdrehen. Wir haben die gleiche Speicherkapazität in unserem Kopf, wie das ein Kim Peek hat. Wir haben diese Speicherkapazität aber auf ganz viele Disziplinen verteilt. Wir müssen sozusagen einen täglichen Zehnkampf machen und nicht nur eine Spezialdisziplin. Und den Preis, den wir dafür zahlen, ist, dass wir nicht in jeder Situation jedes Wort auf einer Buchseite abspeichern können. Auf der anderen Seite würde ich argumentieren, dass unser Gehirn wohl beraten ist, die Information so abzuspeichern, danach, ob es glaubt, dass es bedeutsam ist, dass wir es in Zukunft vielleicht anwenden können, dass es assoziiert ist mit Wissen, was wir vielleicht haben und möglicherweise sogar einen emotionalen Gehalt hat. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können auch wir sehr gut Informationen abspeichern. Herr Korte, vielen, vielen Dank. Das ist so beruhigend, wenn man merkt, ach ja, ist ganz normal.
Und gleichzeitig bleiben bei uns in Erinnerung die 5 Ls und das G, das haben die sehr geschickt gemacht. Ich kontrolliere auch nochmal 3, zack, 3, 2, 4, 5 mit ihrer EC-PIN. Das klappt auch noch, die müssen sie jetzt wechseln. Es war uns eine ganz große Freude, sie im Exkursgespräch für die Deutsche Forschungsgemeinschaft zu haben. Herzlichen Dank dafür. Auch meinen Dank, hat Spaß gemacht. Dann bleiben Sie gesund und auf bald. Beim nächsten DFG-Exkursgespräch werde ich mich unterhalten mit dem Soziologen Andreas Reckwitz und er wird uns erklären, was gesellschaftliche Resilienz ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin.